In den letzten Tagen sind die Preise von Kryptos wirklich durch die Decke gegangen und somit auch die Gier der Leute. Insbesondere Bitcoin ist wirklich durch die Decke gegangen. Bitcoin ist in einem Tag bzw. sogar in wenigen Stunden von ca. 60.000 auf ungefähr 46.000 Dollar gestiegen. Aber was passiert, wenn du zum Beispiel deine Kryptos oder in dem Fall deine Bitcoins auf einer Exchange gelagert hast, ordentlich Profite mitgenommen hast und dann hier an der Spitze verkaufen möchtest, um hier deine Gewinne zu sichern? Und dann plötzlich kommt es zu einem technischen Fehler und du kannst nicht verkaufen. Genau das ist passiert bei Coinbase. Der Grund dafür sollen zu viel Traffic gewesen sein auf die Plattform Coinbase und natürlich entschuldigen sie sich für alle Umstände, die dadurch passiert sind. Glaubst du, dass das Coinbase zu viel Traffic hatte und deswegen hier zu den technischen Fehlern gekommen ist? Wenn ja, bist du definitiv noch nicht lange genug im Kryptomarkt unterwegs. Und wenn du immer noch deine Kryptos auf Exchanges lagerst, anstatt auf einer Hardware-Wallet, auf einer Cold-Wallet, dann wirst du höchstwahrscheinlich im nächsten Bullrun hier es nicht schaffen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, es wird zu weiteren technischen Störungen kommen. Nicht nur bei Coinbase, sondern auch bei anderen Exchanges. Coinbase, Binance und andere sind zentralisierte Exchanges, sogenannte SEX, die bei einer einzigen Firma, bei einem einzigen Menschen gemanagt wird und dementsprechend natürlich auch manipuliert werden kann. Die können einfach nur einen Knopf drücken und dann ist die Plattform an oder aus. Und das können sie so oft machen, wie es ihnen lieb ist oder zu den entsprechenden besten Zeiten, wie es ihnen passt. Und dann können sie das auf technische Störungen, zu viel Traffic und sonstigen Gründen schieben. Und hier ist ein Fun Fact: Dieser Coinbase Crash oder der technische Fehler hat über 100 Milliarden Dollar ausgelöscht. Ganz normale User, die ihre Gewinne zu diesem Zeitpunkt mitnehmen wollten, zum Beispiel, konnten das nicht tun. Stattdessen hatten die Kapitalisten oder auch Großenwahl natürlich hier einen guten Einstiegspunkt. Also nochmal, lagert eure Kryptos nicht auf einer Exchange. Sie sind gemanagt bei einer einzigen Person. Diese Person kann alles manipulieren und euch daran hindern, eure Gewinne mitzunehmen. Und nicht nur das, wir haben auch bei FTX gesehen, dass wir nachher nicht wissen, ob das Kapital, was wir hier bei Coinbase oder anderen Exchanges liegen haben, auch wirklich 1:1 so von Coinbase und anderen Exchanges gehalten wird. Natürlich haben viele Exchanges inzwischen ein Audit, sodass das hier geprüft wird, dass sie wirklich 100% der Assets haben. Aber diese Audits sind auch immer nur punktuell zu einem bestimmten Zeitpunkt und wir wissen nicht, ob in einem Monat, in zwei, in drei dieser Standpunkt immer noch so ist. Denn die Audits werden natürlich nicht jeden Tag durchgeführt, aber trotzdem in der Regel regelmäßig. Aber selbst wenn die Assets 100% so hinterlegt sind, wie gesagt, können Sie jederzeit einfach einen Knopf drücken und sämtliche Sachen manipulieren. Ein weiteres Problem können nachher dann auch Auszahlungen sein. Stellt euch vor, ihr habt ordentlich Profite mitgenommen und nachher sagt die Exchange, ja, wir wollen aber jetzt nicht so viel auszahlen oder vielleicht nur ein Teil und vorher wollen sie sämtliche Nachweise haben. Auch das kann natürlich passieren. Und spätestens die Bank, wenn ihr ein paar Zehntausende, Hunderttausende oder vielleicht auch Millionen auszahlt, werden da definitiv Fragen von eurer Bank kommen. Wie ihr dieses Hin und Her mit Nachweisen von der Bank und einer Exchange nachher deutlich minimieren könnt und euch dadurch wertvolle Zeit einfach sparen könnt, dadurch, dass wenn die Bank oder eine Exchange das sperrt aufgrund von irgendwelchen Nachweisen, die ihr noch erbringen sollt, das kann wirklich, wirklich super, super zeitintensiv sein. Und da rede ich nicht nur von ein paar Stunden, sondern wirklich von mehreren Tagen plus die ganze Zeit, wo die Sache überprüft wird. Aber wie ihr das deutlich minimieren könnt, das zeige ich euch dann in einem weiteren Video. Also vergesst nicht zu subscriben und die Glocke zu aktivieren. Nun aber zurück zu Coinbase oder anderen Exchanges. Hört einfach auf, diese zu nutzen. Beziehungsweise könnt ihr sie natürlich gerne nutzen, aber lagert eure Kryptos nicht auf einer Exchange, sondern legt euch eine Hardware-Wallet zu. Die Märkte sind so manipuliert und natürlich auch die Exchanges, dass ihr einfach ein bisschen lernen solltet, Self-Custody zu betreiben, Selbstverantwortung zu übernehmen und eure Assets, eure Kryptos selber auf eine Hardware-Wallet zu verwalten. Wir befinden uns aktuell in einem super schönen Bullenmarkt. Der Bullrun selber ist aber noch nicht da und wir werden weiter Profite machen. Und da sind die Kosten, die eine Hardware-Wallet kostet, im Vergleich nichts dazu dafür, was für Sicherheit ihr bekommt und dass ihr einfach viel, viel besser schlafen könnt, weil ihr euch nicht darüber Sorgen macht, ob es jetzt wieder eine technische Störung gibt
ob ein Exchange gehackt wird oder ob es sonstige technische Unklarheiten gibt oder vielleicht sogar die Gelder veruntreut werden, wie wir bei FTX gesehen haben. Und dabei müsst ihr für eine Hardware-Wallet nicht mal ein Vermögen ausgeben, denn die meisten sicheren, wirklich sicheren Hardware-Wallets kosten vielleicht 100, maximal 150 Dollar. Und ich habe dazu auch ein Video schon gemacht mit den 5 besten Hardware-Wallets, die ich bisher kennenlernen durfte. Also schaut euch das super gerne an. Ich verlinke euch das auch nochmal am Ende des Videos. Aber selbst wenn ihr ein knappes Budget habt, ihr bekommt Krypto-Hardware-Wallets und gute Krypto-Hardware-Wallets auch schon unter 60 Dollar. Ihr könnt zum Beispiel die Tangem-Wallet bekommen für 55 Dollar, beziehungsweise mit dem Promocode Bonus oder dem Link unten in der Beschreibung gibt es nochmal 10% Rabatt, sodass ihr unter 50 Dollar seid für eine wirklich super beginnerfreundliche und trotzdem sichere Hardware-Wallet. Und wer lieber ein Screen haben will und auch eine Kamera, kann sich sonst auch einmal die SafePol S1-Wallet angucken. Hat auch super viele Funktionen und kostet auch unter 50 Dollar. Ich habe auch ein komplettes Video gemacht mit sämtlichen Hardware-Wallets unter 60 Dollar, die ich finden konnte. Und habe die einmal verglichen, damit wir hier die besten Budget-Wallets auch herausfinden können. Meine Top 3 für die Wallets unter 60 Dollar findet ihr auch hier in diesem Video. Ihr findet Links zu den Hardware-Wallets, die ich empfehle, die ich persönlich super gerne mag, unten in der Beschreibung. Und mit den meisten bekommt ihr auch nochmal einen guten Rabatt und damit den besten Deal, den ihr aktuell auf dem Markt bekommt. Alle, die mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, haben gemerkt, dass ich mich in den letzten Monaten wirklich viel mit Hardware-Wallets auseinandergesetzt habe, viele getestet habe, auch einige, die ich definitiv nicht gut fand und entsprechend es auch gar nicht erst auf meinen Channel geschafft haben. Und das hatte einen Grund, denn ich möchte wirklich meine Kryptos persönlich super sicher und gut gelagert haben, wenn der Bullrun startet, beziehungsweise natürlich auch jetzt schon im Bullenmarkt. Und im Übrigen benutze ich nicht nur eine Hardware-Wallet, sondern mehrere, auch dadurch, dass zum Beispiel jede Hardware-Wallet bei mir eine andere Funktion hat. Eine zum Beispiel ist eine komplette HODL-Wallet, die andere benutze ich, um ein bisschen mehr auch Transaktionen zu tätigen. Und eine weitere zum Beispiel, die mit Smart Contracts überhaupt in Verbindung gebracht werden soll. Und zum Beispiel mit meiner HODL Wallet würde ich niemals ein Smart Contract signieren. Da ist mir dann das Risiko einfach zu hoch, dass vielleicht doch irgendetwas mit dem Smart Contract nicht stimmt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Airdrops. Für Airdrops habe ich auch eine extra Wallet. Ich kann einfach nicht genug betonen, wie wichtig es ist, eine Hardware-Wallet zu nutzen. Und aus diesem Grund gebe ich 2 Tangem-Wallets zurück an meine Community. Es werden diese weißen limitierten Tangem-Wallets sein, die ihr bekommt. Die kommen dann auch direkt von Tangem. Ich kann einfach nicht genug betonen, wie wichtig es ist, eine Hardware-Wallet zu besitzen und diese auch vor allem zu nutzen. Und ich hatte dazu eine kurze Umfrage gemacht, sowohl hier auf YouTube als auch in meiner Telegram-Gruppe. Und dort könnt ihr zum Beispiel sehen, dass bei YouTube in der YouTube-Community über 26% gar keine Hardware-Wallet haben, was ich super erschreckend finde. Und auch in meiner Telegram-Community könnt ihr sehen, dass über 21% keine Krypto-Wallet besitzen. Und genau das möchte ich zum Anlass nehmen, 2 Tangem-Wallets zu verlosen an meine Community. Wenn ihr da also mitmachen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like unter diesem Video, subscribe zu meinem Channel und lasst einmal einen Kommentar da, ob ihr bereits eine Hardware-Wallet besitzt oder nicht und wenn ja, welche. Aber auch, ob ihr sie regelmäßig wirklich nutzt. Denn was ihr weiter bei der Umfrage seht, ist, dass zum Beispiel hier bei Telegram über 45% zwar eine haben, aber nie oder wirklich nur super selten benutzen, was einfach fast die Hälfte meiner Community ist. Und das, obwohl ich in den letzten Monaten wirklich viele Videos über Hardware-Wallets gemacht habe. Also ich finde das wirklich, wirklich erschreckend. Und bei YouTube sieht das nicht sehr anders aus. Da sind es über 31%, die eine Hardware-Wallet nie oder nur super, super selten nutzen. Und wenn du dazu gehörst, dann würde es mich einfach wahnsinnig interessieren, warum du sie so selten nutzt oder warum du eine hast und vielleicht noch nie genutzt hast. Lass es mich wirklich super gerne unten in den Kommentaren wissen. Übrigens ist diese Umfrage bzw. die Resultate auch ein Grund, warum ich hier so viele Videos über Tangem mache, warum Tangem einer meiner Lieblingswallets ist und warum ich mich auch für eine Verlosung der Tangem Wallet entschieden habe. Denn für mich war das in der Vergangenheit so, dass ich zum Beispiel den Ledger hatte als allererste Hardware-Wallet und ich die super selten benutzt habe, bis gar nicht benutzt habe, weil ich es einfach nicht sehr beginnerfreundlich fand. Es war immer alles so ein bisschen umständlich und im Endeffekt mag ich es halt einfach. Einfach. Und ich kann jeden verstehen, der das gleiche Problem hat, der sagt, ja, ich hatte vielleicht schon mal eine oder es ist mir alles zu kompliziert und deswegen
lässt man es einfach dann doch auf einer Exchange, obwohl man vielleicht die Risiken auch kennt. Und mit Tangem habt ihr das Problem einfach nicht. Tangem ist wirklich super, super beginnerfreundlich, super einfach zu handhaben und super schnell auch umzusetzen. Das Setup einer Tangem Wallet dauert vielleicht 3 bis 5 Minuten, nicht mehr. Ihr werdet Schritt für Schritt durchgeführt. Ich habe eine komplette Playlist auch zu Tangem, wo ihr auch sehen könnt, wie sie Schritt für Schritt aufgesetzt wird. Ich habe mit euch das zusammen gemacht, damit es hier einfach keine Ausreden gibt. Ich habe euch gezeigt, wie schnell und einfach ihr Transaktionen durchführen könnt. Wir haben uns oft die Sicherheit der Tangem Wallet angeschaut und es ist einfach wirklich einer meiner liebsten Wallets. Insbesondere dann, wenn es um die Einfachheit geht und trotzdem eine sichere Hardware-Wallet zu haben. Ein paar Sachen, die ich wirklich an Tangem mag, ist zum Beispiel, dass wir hier einen Secure Element Chip drin haben, der ELA 6 Plus verifiziert ist, also die gleichen Sicherheitsstandards wie die NASA nutzt und zu internationalen Passports und ähnliches. Außerdem ist dieser Chip hier nicht updatebar. Das heißt, wir brauchen keine Angst davor haben, dass wenn wir unsere Wallet updaten, dass da vielleicht irgendein falscher Code mit drin ist, unsere Seed Phrase ausgelesen wird oder dass wir irgendeine manipulierte Software runtergeladen haben. Das ist alles mit Tangem nicht möglich. Außerdem ist sie dadurch, dass wir sie nicht aufladen müssen, immer griffbereit. Wir können sie nutzen, wann immer wir wollen. Alles, was wir brauchen, ist halt eine dieser Karten und unser NFC-kompatibles Smartphone. Das heißt, ihr könnt mit der Tangem Wallet auch super flexibel sein, auf Marktsituationen reagieren und trotzdem eure Kryptos sicher auf einer Hardware-Wallet lagern. Ihr könnt auch direkt in der Tangem Wallet Kryptos kaufen, Kryptos swappen oder dann auch Kryptos bridgen seit neuestem. Das heißt, selbst wenn ihr zum Beispiel USDT habt und ihr wollt ein paar Bitcoin kaufen oder andere Coins, könnt ihr das alles in der Tangem-App machen und das alles dezentralisiert. Und in Echtzeit. Denn das Problem, was ihr mit Exchanges teilweise auch habt, ist, wenn es gerade solche heiklen Marktsituationen gibt, wo ein Preis sehr hoch geht oder auch gerade sehr doll fällt, dass Exchanges manchmal deutlich länger brauchen, als sie eigentlich müssten. Oder Transaktionen blockieren, weil sie irgendetwas Auffälliges gefunden haben. Das alles passiert dir mit einer Hardware-Wallet nicht. Und wenn Exchanges bankrupt gehen, also pleite gehen, Insolvenz anmelden, verlierst du in der Regel auch alle deine Assets. Und mit Tangem ist das einfach nicht der Fall. Denn selbst wenn Tangem schließt, Tangem nicht mehr existiert als Firma, haben wir weiterhin vollständigen Zugriff auf unsere Kryptos. Selbst wenn die Regierungen und der Google oder Apple Store Krypto-Apps verbieten sollte, haben wir immer noch Zugriff auf unsere Kryptos. Denn der Code von der Tangem-App ist Open Source. Wir können jederzeit auf GitHub gehen, diesen Code komplett runterladen und ihn dann auch auf unserem Handy nutzen. Und das kannst du auch gerne schon direkt jetzt machen, bevor du deine Tangem Wallet überhaupt orderst, damit du weißt, dass du den Code hast. Lager den Code auf einem USB-Stick und du weißt, egal was passiert, du hast Zugriff auf deine Kryptos. Also, wenn ihr auch eine Tangem Wallet gewinnen wollt, dann findet ihr den Link zu dieser Landingpage unten in der Beschreibung. Alles, was ihr machen müsst, ist euer Namen hier einzugeben, einmal eure E-Mail, natürlich eure richtige E-Mail und hier ein Häkchen zu setzen und dann auf diesen grünen Button hier zu klicken. Es ist wichtig, dass ihr eure richtige E-Mail-Adresse eingebt, denn ihr bekommt direkt nach der Eintragung eine E-Mail zugeschickt, die ihr nochmal bestätigen müsst. Und wenn ihr eure Chancen noch erhöhen wollt und mehr Lose, mehr Einträge für das Gewinnspiel bekommen wollt, dann könnt ihr hier noch zahlreiche Aufgaben machen, mir auf anderen Social-Media-Kanälen folgen, mir einen Kommentar oder ein Like auf YouTube da lassen, aber auch das Gewinnspiel teilen mit Freunden und für jeden, der sich einträgt, bekommt ihr auch nochmal neue Lose und so entsprechend eine höhere Chance, eine der Tangem Wallets zu gewinnen. Im Übrigen arbeitet Tangem auch immer weiter daran, die App weiterzuentwickeln und auch neue Networks hinzuzufügen, sodass mehr Token und Coins unterstützt werden, wobei deren Coin-Support aktuell auch definitiv sich sehen lassen kann. Und ich blende euch an der Stelle einfach nochmal die Roadmap mit ein für ein paar Networks, die hinzukommen sollen. Unter anderem weiß ich, dass viele sich auf Algorand freuen, Aptos, aber auch ICP. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass jetzt ab März dann auch ein 24-Wörter-Seed-Phrase generiert werden kann über Tangem. Aktuell könnt ihr entweder Tangem ohne Seed-Phrase nutzen, sprich, ihr habt nur eine Private Key in den Karten gespeichert, die aber nicht sichtbar ist. Oder ihr könnt eine 12-Wörter-Seed-Phrase generieren und ab März sollen halt auch 24 Wörter möglich sein. Und hinzu kommt ein Passphrase-Support. Auf das freue ich mich mega, mega doll. Und wenn ihr meine anderen Videos über Passphrase auch gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich das jedem empfehle, das mit aufzusetzen. Also viel Glück beim Gewinnspiel und wir sehen uns in einem meiner weiteren Videos.